erwischt dich. Ha, ich hätte nur gelacht. Ja, jetzt mal ohne Spaß. Oh, shit. Funktioniert ja doch. Ich versuche mich immer durch die Decke abzuschießen, wenn das mal nichts ist. Gibt es irgendeinen Trick? Wollen die sich gleichzeitig aktivieren oder was? Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. What could possibly go wrong? Gut, ne? Also. What? Ich möchte gerne gucken, was da unten mit dem Laser passiert. Das heißt, wir lehnen uns zurück, trinken einen Schluck, das könnt ihr auch gerne machen. Und entspannen uns ein wenig. Diese Wartezeit wird gesponsert von I Wanna Be Myself. Ah. Oh. Boah. Ja, komm schon. Ja, der linke macht den unten aus. Oh Gott, really. Das heißt, der linke... Ja, ist verkackt. Oh Mann. Toll. Scheiß, soll er den Scheiß hier nochmal vorher machen? Jetzt mal ganz im Ernst. Keine Ahnung, wie das hier zu funktionieren hat. Keine Ahnung, manchmal klappt es einfach via Luck. I don't know. Don't ask me. Halt mal fest, der linke möchte wirklich ein ganzes Stück vor dem rechten da sein, ja? Also. So ungefähr oder was? Oder ist das jetzt zu viel? Alter Schwede. Nee, das wäre auch viel zu viel gewesen. Oh mein Gott, das epischste Try and Error Gebims ever. 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 Jetzt ist es nicht allzu schwer, bis dahin zu kommen. Wobei, noch ist es nicht verkackt. Ich muss nur warten. Schon spannend so, ne? Ja, das ist der, den aufmacht. Also, so viel Spannung habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Da muss man tief in die Historie der Spiele zurückgreifen, um so eine spannende Stelle zu fabrizieren. Das hat jetzt beide zu reichen. Keine Lust, auch wieder 1000 Jahre zu warten. Bis sich dieser Stein einmal entscheidet, einmal hoch und einmal runter zu fallen. Das ist aber echt die Frage, wie mache ich denn den da oben auf? Ach, Moment, mit dem natürlich. That's another one of these really moments. Geil. 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 Und nochmal geil. Also nicht. Ach komm. Weißt du? Hey, du bist eine halbe Sekunde zu früh gesprungen, Mama. Vom Abstand her war das, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Scheiße. Nee, komm, ich warte da jetzt nicht wieder 1000 Jahre. Da bin ich schneller einmal hier durch den Scheiß durch, als da 1000 Jahre zu warten, bis dieser Stein am Auge runtergefahren ist. Außer, er zerquetscht mich irgendwie da an der Stelle. Wie auch immer das jetzt gerade funktioniert hat.
So eine gottverdammte Scheiße, ernsthaft mal. Frage ist halt jetzt, was ist hier das perfekte Timing? Das wahrscheinlich. Vermutlich das. Oder das. Wir müssen halt relativ nah aneinander sein, ne? Scheiße, ich verpeil das jedes Mal. Jetzt noch nicht. Beim nächsten Mal, glaube ich. Nein, da war es schon wieder. Ach Mann! Wenn ich das nie hinkriege. Nicht zu realisieren, wenn das gut ist. Und da, weißt du, da mache ich auf, wenn es scheiße ist. Wobei, Moment. Ich will mal gerne was ausprobieren. Vielleicht kann ich die Stelle ja irgendwie cheaten. Aber wahrscheinlich nicht mit diesem Krüppelcharakter, weil er in den ersten großen Sprung einfach nicht vorhanden ist bei dem Jungen. Ach, das ist doch scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, das ist... Baba, fui fui ist das hier. Komm. So, das ist jetzt scheiße. Und dann muss ich... Okay. Also wenn es einmal scheiße aussieht, dann... So, das ist scheiße, ja. Oh, ne. Die wären, glaube ich, 2000 andere gewesen. Mann, ich verpenne das immer. So. Das wäre scheiße. Ja, ne, ja, ist okay, also das ist echt... Eine Bullshit-Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Hast du schön gemacht. Boah. Ich brauche ein ganz bestimmtes Timing, Mama. Um da irgendwann mal in diesem Jahrzehnt durchzukommen. Und davor gibt es halt nur diese Wartezeiten hier. Oh mein Gott. Selber geschossen, als ich dran kam. Verdammtes Shit, ey. Ich war einmal vor langer Zeit, da ist Opa und Oma Stein ganz langsam die Treppe hochgegangen. Okay, das war obviously zu viel Unterschied zwischen den beiden Scheißsteinen übrigens. Oh mein Gott. Ist das eine Grütze? Kommt schon. Ne, die Stelle ist scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Weißt du, wie macht man Scheißstellen? Macht einfach 1000 Jahre Wartezeiten. Dann macht man eine Stelle, wo man das übelste Timing oder den übelsten Skill für haben muss. Und dann kommt man ungefähr hier so herum. So, das war schlechtes Timing. Das heißt, aber man kann hier auch, weißt du, das ist nicht so als, hey, wenn du... gerade da bist, vielleicht ist das jetzt besser. Wenn du gerade da bist, dann kannst du das abschießen und dann bist du im richtigen Timing. Nee, nee. Ich muss da wirklich genau hingucken. Macht voll Spaß. Jetzt muss man warten, bis Opa Stein ganz oben angekommen ist. Drop. Und dann verkackt man übrigens den Sprung da hinten rüber, weil diese Gruppe von vierten Charakter fragt mich jetzt nicht, wie der Name ist. Scheiß Name hier einfügen. Nicht es für fähig hält, nach links oben zu jumpen. Nein, er springt lieber nach... Ach, komm schon, bitte lass mich hier durch. Er springt lieber nach oben und braucht dann 1000 Jahre, bis er realisiert, es gibt noch eine andere Richtung. Neben oben. So, das ist das gleiche Timing wieder, ja? Ah, Oma Stein, mach doch mal ein bisschen schneller. Ich hasse Wartezeiten, ne? Weißt du, da habe ich lieber 1000 schwere Stellen als 10 Jahre Wartezeiten.
das, ich drücke. Eigentlich sollte ich die Tastatur filmen. Ich drücke nach Gottverdammt links und dieser Nuttencharakter kann nichts weiter als nach oben gehen. Und erst wenn er am höchsten Punkt theoretisch angekommen ist oder sich irgendwo in den Kopf stößt, dann überlegt er sich vielleicht mal die Richtung zu nehmen, wo man gerade eben gedrückt hat. Boah, Alter, lass mich jetzt da durch. Ja, oder auch nicht. Fuck you. Dann eventuell. Aber ansonsten nicht. Schon mal gesagt, dass die meisten Charaktere überhaupt nichts können. Todd zum Beispiel. Oder Todd. Oder dieser komische vierte Charakter, der überhaupt nichts kann, einfach. Hey, falsches Timing. Das Problem ist an diesem Timing-Sling, ich möchte hier auch relativ schnell, möglichst schnell durch. Relativ, da wurde ich wieder zerdrückt von irgendeinem imaginären Spaltengebims. Wahrscheinlich möchte ich hier echt mindestens oder maximal beim zweiten Mal durch. Weil ansonsten kann man das Timing halt hier voll knicken einfach nur. So, jetzt kam scheiß Timing zustande. So, und jetzt beim nächsten Mal, glaube ich. Ne, das war ein zu früh. Ach, das macht so, also das ist wirklich, das ist die lustigste Stelle im ganzen Spiel bisher. Wirklich. Ich habe mich noch nie so amüsiert gefühlt, ja, ach man. Es ist so, ja, und dann, da. Und dann wird aber wieder zerquetscht. Das ist so behindert hier. Nur die Stelle ist scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst. Oho. Ist doch schon durchgelassen. Keine Ahnung, ob ich jetzt auch pünktlich komme, um die gute Stelle abzufangen. Nee, okay, da war gerade die Scheißstelle. So. Bitte. Wartet halten. Ist das spannendste der Welt. Dankeschön. Also, ne, so ein gewisser Brechreiz drückt sich gerade mein Rachen hoch. Also, das ist wirklich nicht mehr ganz so lustig zu umschreiben. Ich glaube, dann muss ich nämlich gleich wirklich mal eine Pause machen. Alter Schwede, really? Boah, was hier musste warten. Weil das ist nämlich das verkackte Timing. Ja, der eine Block muss jetzt noch einmal. Hier musste warten, da musste hier wieder warten, da musst du gleich warten, bis der verkackte Scheißblock oben ist. Boah, Mama, ich hab eine Scheißstelle gemacht. Zu früh. Weil ich hab nämlich nicht sowas, was Geduld in Massen heißt. Nein, okay, dann hat man wieder nicht nach oben. Wieder, ne, auch kann ich schon wieder neu starten, weil ich keine Lust habe, bei diesem komischen Würfelspiel da hinten 1000 Jahre einfach zu warten. Boah, das ist so eine Ranze hier, ne? Yeah. Da war, glaube ich, gerade das verkackte Timing. Oh, ne, war es, glaube ich, noch nicht mal. Das ist das verkackte Timing. Boah. Wartet halt, den Jolo stell ich da. Ich habe das Timing verpasst. Sehr gut. Stimmt, da kommt man ja gar nicht durch. Ich vergaß. Ja, ohne Spaß, die Stelle macht gerade echt so Zero. So genauso Zero Spaß macht die. Jetzt lass mich. Ja, okay, komm, neu starten. Hat echt wieder mal so viel Laune gemacht, mit dir auf diese Steine zu warten und nur um dann festzustellen, dass sie einen mal wieder nicht durchlassen. Ah. Die Stelle macht gerade echt keinen Spaß. Obwohl ich gar nicht weiß, ob diese Spiele Spaß machen sollen. Das ist einfach nur eine Tortur ist, ja. Komm mal bitte. Wartezeiten. Oh, wow, da hätte ich es fast verkackt. Keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt gerade ein Frühstückchen machen. Mit einem Wölkchen.